Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Leute, ich gewinne aus. Mettbrötchen für jeden. Zack, bon, bon, so. Ja. Also, das streiche ich mir jetzt mal rot den Kalender an. Was denn nun los? Iha, Udo, da kleben ja Bonbons an den Münzen. Du, ich ziehe gestern zum ersten Mal wieder meine Winterjacke an. Lang in die Taschen rein und es ist ja eine kleine Reise in der Vergangenheit. Aha. Du, zuerst finde ich ein Stück Waffel in so einer Serviette, noch von Andrea Berg, wo wir bei ihr auf dem Weihnachtsmarkt waren. Ah ja, das ist eine schöne Erinnerung. Ja, und noch schöner, in der anderen Tasche habe ich das Geld gefunden. Weiß ich nämlich noch, dass ich meine Mutter Briefmarken holen sollte, damals, und die Schlange an der Post war mir zu lang. Ah. Ja, dann ergab sich das nicht. Also. Ja, nee, ist klar. Was ich in meiner Winterjacke wiederfinde, also ist ein Labello und meistens noch so ein altes Taschentuch. Die werden ja steinhart. Kriegst nicht mehr auseinander. Ja, Vivi-Folie auch und ich meine auch, das gibt so eine Regel für Jackentaschen, also was da drin ist. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, nach ganz weich kommt ganz hart. Udo. Das bei Kaugummi so, Bananen. Also jetzt wird's ganz interessant. Ihr werdet, eine alte Banane kannst du hinterher nicht mehr von einer Vanilleschule unterscheiden. Mit bloßen Auge. Aha, was hast du denn noch für Forschungsergebnisse auf deine Jackentaschen? Also. Ja, Stichwort Tabakkrümel. Also die wandern innerhalb der Jackentasche an eingewickelte Bonbons ran. Ja, ich hatte das früher auch. Und da sind die Krümel sogar an den Labello rangekommen, also, obwohl der zu war. Siehste? Ja, das, ne? Ja. Also ich habe das höchstens bei meinem Anzug. Nicht? Da finde ich dann mal so ein Tischkärtchen von einer Hochzeit oder diese eingepackten Kekse, die beim Cappuccino bei sind. Mhm. Ich habe in jede Jacke Streichhölzer, wenn mal was ist. Ja. Glaube mir. Ja. No. Ja, ich hätte meine Jacke, da war ein Loch in der Tasche und da sind Dinge ins Futter gerutscht, das glaubt man gar nicht. Ja, Udo, ich glaube es unbesehen. Was macht auch diese Frau? Du, die ganze Jacke hing zuletzt runter wie so eine Gardine mit Bleikante. Ja. Also, ich brauche noch Vorweihnachtszeit mit 6 Buchstaben, hinten T. Herbst. Ach ja. Frühstück bei Stefanie. Täglich um 7.17 Uhr im NDR 2 Morgen.